Sie blicken müde an die Mauer und sitzen einfach da, träumen von vergangenen Zeiten und wie es früher einmal war. Erzählen von den guten alten Tagen und den Krawallen im Quartier. Nippen ohne groß zu klagen, morgens früh schon an nem Bier. Sie haben nicht viel gelesen, aber dafür viel gesehen. Und sie sind sich alle einig, die 80er waren schön. Pensionierte Punks sitzen traurig vor der Tür. Pensionierte Punks zahlen keine GZ-Gebühr. Pensionierte Punks sind am Morgen früh schon bereit und erzählen sich Geschichten von der guten alten Zeit. Die guten alten Bullen mit den Tränengasampullen hat der Umgang mit dem Schlagstock noch gefreut. Heut, die jungen Polizisten sind doch alles Pazifisten, wollen nur reden wie dein Therapeut. Auch die jungen Demonstranten sind doch alles Dilettanten. Was gibt es denn, was heute noch schockiert und provoziert? Selbst fürs Autos anzuzünden wird vom Staat aus guten Gründen bald ne Abfackelprämie eingeführt. Und sie sehen eines völlig klar: Es wird nie mehr so geil, wie es einmal war. Pensionierte Punks sitzen traurig vor dem Tor. Pensionierte Punks haben heute nichts Besonderes vor. Pensionierte Punks sind besoffen, aber froh und erzählen sich Geschichten von der Zeit am Bahnhof zum. Die guten alten Drogen waren noch echt und unverlogen und wurden biologisch angebaut. Schaut, die heutigen Substanzen sind doch weit entfernt von Pflanzen, nur synthetisch-chemisch im Labor gebraut. Als noch E-Gitarren brüllten und die großen Stadien füllten, gab es Dosen Bier ganz ohne Empfand in unserem Land. Musik und all das Schöne, keine Jamba-Klingeltöne und als Comedy noch nicht im Duden stand. Und sie sehen eines ziemlich klar: Es wird nie mehr so schön, wie es einmal war. Pensionierte Punks sitzen traurig an der Spree. Pensionierte Punks haben einen Bachelor in THC. Pensionierte Punks sind am Morgen früh schon bereit und erzählen sich Geschichten von der guten alten Zeit. Autonome und wie man sie verehrte. Doch auch diese Zeit ist leider lange her. Denn Gewalt und auch ihre Werte sind heute sehr inflationär. Diesen Steinwurf kann man sich doch sparen mit Kritik an unserem Staat. Heute machen Kinder mit 8 Jahren ihr erstes Selbstmordattentat. Naja, das ist die Avantgarde. Pensionierte Punks,
Pensionierte Punks sagen der Gewalt adieu. Pensionierte Punks, pensionierte Punks hören heimlich gern Mireille Mathieu. Pensionierte Punks hauen nicht mehr auf den Putz. Pensionierte Punks, pensionierte Punks stehen längst unter Denkmalschutz.